Das stimmt nicht. Datenschutz schafft Vertrauen und kann daher durchaus ein Wettbewerbsvorteil sein. Der Datenschutz in Deutschland ist vermutlich der strengste der Welt. Viele Firmen sehen Deutschland als Testfeld an. Wenn sie es hier schaffen, dann auch überall sonst in der Welt. Einheimische Firmen können also durch Datenschutz eine internationale Vorreiterrolle einnehmen. Wichtig ist auch, Datenschutz als wichtiges Gut zu erkennen. Bald schon wird jedes neue Auto netzwerkfähig sein. Fitnessarmbänder sind es heute schon, ebenso Fernseher. Elektronische Stromzähler werden folgen. All diese Mechanismen bieten die Gefahr einer totalen Profilierung einer Person. Das wird dazu führen, dass die Nutzer sich nicht mehr frei verhalten, sondern versuchen, keinen Nachteil zu erleiden. Ein guter Datenschutz leistet daher einen wichtigen Beitrag zur Bewahrung der Freiheit.